Eine allerletzte Frage noch, und zwar zum Thema Blackout. Da geht es auch um Stromversorgung etc., je nachdem, was für ein Szenario es gerade geben würde. Aber durch das, dass die Elwerke VKW und wir eigene Wasserkraft im Land haben und Ähnliches, sind wir da im Vorteil im Vergleich zu anderen Regionen? Wir sind sehr im Vorteil sogar. Wir haben den Riesenvorteil, dass unsere eben auch wieder die Pumpspeicherkraftwerke, die Speicherkraftwerke sind in der Lage, sich ohne externe Stromversorgung wieder hochzufahren. Das nennt man, sie sind schwarzstartfähig. Und diese technische Besonderheit ermöglicht es uns, dass wir dann eine Insel aufbauen können. Da werden Teile des Kraftwerkspark wirklich abgekoppelt, die dann nur für die Stromversorgung in Vorarlberg verwendet werden, werden Inseln aufgebaut, die dann langsam wieder mit anderen Strominseln praktisch synchronisiert werden. Und das ist natürlich ein unschätzbarer Vorteil, den wir hier in Vorarlberg haben. Wir gehen davon aus, dass 12 bis 24 Stunden ist die Zahl, die wir nennen, wenn es darum geht, wie lange zu rechnen ist, dass ein großflächiger Stromausfall, ein Blackout in Vorarlberg dauern könnte.